Ich hoffe, euch geht's gut. Heute ist der Tag. Heute ist der erste Tag. Ich habe gestern kein Apex gespielt, aber trotzdem steht in Titel 2 von 28, denn wir ziehen es natürlich den ganzen Februar durch, aber heute ist theoretisch der erste Tag, an dem wir den Aim Assist ausschalten. Einen ganzen Monat lang. Im Schießstand war es in Ordnung, in-game werde ich auf die Fresse kriegen. Moin moin, willkommen zurück zu einem neuen Video, einen Monat lang ohne Aim Assist. Ich habe Clips für euch aneinander geschnitten, Woche 1 bis 4 mit einem kleinen Fazit am Ende, ein bisschen Mucke hinterlegt. Ich hoffe, euch gefällt es, habe auf jeden Fall mega Bock gemacht, das Ganze zu schneiden, zu bearbeiten. Haut mir auf jeden Fall mal eure Meinung zu dem Video in die Kommentare, würde mich definitiv interessieren, ob sowas mal in Zukunft öfter kommen sollte oder ob ich komplett reingekackt habe. Ich hoffe, euch gefällt es, wie gesagt. Entspannt euch, genießt die Musik, zieht euch die Clips rein, die ich komplett auf den Sack bekomme. Und wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, vergesst nicht ein Like da zu lassen. Wenn es euch gar nicht gefallen hat, lasst ein Dislike da. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Haut rein, viel Spaß und bis dann. Ernsthaft, Alter. Töte mich! Neben dir? Links neben dir 45 Spieler? Ich hab nicht Schuss getroffen, wir sind beide die größten Lappen. Nachladen. Stirb doch! Nein, warum stirbst du nicht?
Full Team an dem Bunker, Full Team. Der ist cracked, Mike. Gib ihm Flash, gib ihm Punkte. Schau, Mike. Ah. Caustic ist down. Das ist das übrigens mit dem Bolt-Strike, aber das ist kacke. What's this track? What? Headshot, Headshot, Head. Rate 45, 90, Rate. Oh. Sind wir kacke, Effen? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Wie kacke sind wir? Und damit sind wir am Ende vom Video. Für alle, die es bis hierhin geschafft haben, vielen, vielen Dank für euren ganzen Support. Schön, dass ihr daran geblieben seid. Schreibt mir nochmal ganz kurz in die Kommentare, wie es euch gefallen hat oder was ihr für Verbesserungsvorschläge hattet. Mir hat es auf jeden Fall mega Bock gemacht, das Ganze zusammenzuschneiden. Es war eine scheiße Arbeit und Respekt an jeden, der regelmäßig irgendwelche Montagen auf YouTube hochlädt. Das ist absolut krank, Alter. Jeder kleinste Fitzel-Clip da, den raussuchen. Macht aber auf jeden Fall mega Bock und das Endergebnis. Ich bin super zufrieden. Und jetzt will ich gar nicht mehr so lange reden. Ich will eigentlich nur noch mal ganz kurz erzählen, wie ich den Monat so fand. Und zuallererst, es gab Momente und es gab einige Momente, in denen ich mir gedacht habe, Alter, lass den Scheiß sein. Du verlierst hier deine Rank Points. Du verlierst hier zwei Kämpfe, die du normalerweise nie verlieren würdest. Und es macht gerade gar keinen Bock. Aber wir haben es durchgezogen. Es war eine große Herausforderung. Und bis auf diese Momente hat es echt Bock gemacht. Es war mal was komplett anderes. Und am Ende des Tages, Mid- und Long-Range, konnte man sich noch dran gewöhnen. Bei Short-Range keine Chance. Ich hatte keine Chance, in den 4 Wochen mich irgendwie daran zu gewöhnen, dass wenn jemand in meinem Gesicht rumspringt, Crouch-Spammt, Tap-Strafed, was weiß ich alles, dass ich den dann noch treffe. Keine Chance, hat von Anfang an nicht funktioniert, wurde nicht besser über 4 Wochen. Mid- und Long-Range ging auf jeden Fall. Von daher denke ich, dass es da schon auf jeden Fall was gebracht hat. Ich kann leider nicht sagen, ob es nach 2 Wochen auch genau das gleiche Ergebnis gewesen wäre oder halt erst jetzt nach 4 Wochen. Aber im Großen und Ganzen denke ich schon, dass es was gebracht hätte. Für alle, die Bock drauf haben, probiert es 1, 2, 3, 4 Wochen aus. Macht es vielleicht auch sogar noch ein paar Monate länger, keine Ahnung. Aber es gibt einen Grund, warum wir Aim Assist haben, wenn wir im Controller spielen. Zumindest bei mir habe ich es gemerkt. Wie gesagt, diese kompletten Close-Range-Fights, keine Chance. Selbst nach einem Monat lang nicht. Und ich habe quasi jeden Tag trotzdem noch gezockt. Off-Stream, On-Stream, ihr habt es ja gesehen in dem Video. Ja, es hat also mega Bock gemacht, bis auf die kleinen Ausraster, die ich zwischendurch hatte. Von denen es einige gab, von denen es auch sehr lange Ausraster gab, sehr viele, sehr lange Ausraster. Und ich bin froh, dass Control drin war. Control hat die Sache um einiges erleichtert. Ich hatte die ganze Zeit Action und konnte schießen und das Ganze zusammenschneiden. Mit Battle Royale wäre, glaube ich, das Material ein bisschen anders geworden. Und ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Ich fand es auf jeden Fall mal interessant. Würde es definitiv nie wieder machen. Nie wieder einen Monat lang keine Aim Assist. Nie wieder. Auch nicht eine Woche, auch nicht 2 Wochen. Nie wieder. Aber es war interessant. Hat am Ende des Tages mehr Bock gemacht, als dass es mir auf den Sack gegangen ist. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Jetzt geht's weiter mit Aim Assist. Ich fühle mich wohl. Und falls ihr Bock habt, das Ganze live zu verfolgen, Twitch-Link ist unten in der Beschreibung. Ihr kennt das ganze Spiel, checkt's gerne aus. Und euch jetzt noch einen entspannten Tag. Haut rein und wir sehen uns. Ciao.